Heute geht's um den Gebäudebau. Hallo ihr lieben Modellbauerinnen und Modellbauer. Ich bin's wieder, die Doro von spurenteile.de und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir unsere Verladehalle bauen für unser Industriegebiet. Genau, dazu haben wir wieder von Mikrowelten einen Bausatz. Und wie ich euch ja schon in einer anderen Folge erklärt hatte, da könnt ihr hier oben auch nochmal schauen, werden wir ja die Halle von hinten offen lassen, damit man reinschauen kann und im Teilrelief bauen. Also wir werden hinten einen Teil abkürzen quasi. Genau, so. Und da wir ja von innen dann auch in die Halle reinschauen werden, müssen wir jetzt noch so von innen drin es ein bisschen schöner machen quasi, weil sonst würde es einfach nur so aussehen. Und das wollen wir nicht. Deswegen werden wir noch eine Innenwand selber ziehen. Und dazu nehmen wir uns einfach ein Stück Pappe. Könnt ihr, wo auch immer ihr das Stück Pappe her habt, nehmen. Genau, ich habe hier schon mal markiert, wo die Halle abgetrennt wird. Das ist unsere Grundplatte. Da kommt hier von der einen Seite die Außenwand ist ganz normal lang und hier vorne ist das Tor. Und hier auf der anderen Seite wird die ganze Halle nur bis hier zu dieser Markierung gehen. Deswegen habe ich auch hier schon mal die Wand markiert. Unten haben wir noch eine Verladerampe. So wird das Ganze dann aussehen. Genau. Das werde ich jetzt gleich mal mit unserem Lasercutter. Ja, doch mit unserem Cuttermesser mit Licht. Scheint die Batterie leer zu sein. Müssen wir mal austauschen. Kommt auf die Liste. So, jetzt trennen wir erstmal dieses Stück hier ab. Und machen wir hier wieder den Verschluss drauf. Sicherheit am Arbeitsplatz. Jetzt können wir das hier hinten anlegen, damit es auch richtig abschließt, von wo aus wir ja in die Halle reinschauen werden. Dann brauche ich einen Bleistift oder auch einen Kuli. Und na, Haare im Weg. Zeichne mir jetzt hier einmal an, wo meine Fenster dann sind. Das werden wir dann auch gleich mit dem Cuttermesser raustrennen, weil dann haben wir einfach von innen nochmal eine schöne Wand aus Pappe, die wir dann mit Farbe noch, in unserem Falle mit Ockerfarben, anpinseln werden. Weil wenn ihr nur das Holz anmalen würdet, das gibt einfach kein schönes Bild, das sieht nicht gut aus. Genau. So, huch, ui, zu viel Druck. Ist die Bleistiftmine da rausgesprungen. So. Dann Cuttermesser. Da ich ja von innen die Schablone gezeichnet habe, also die Markierung des Fensters gemalt habe, muss ich jetzt ein bisschen dazugeben, wenn ich hier anlege, damit das Fenster nicht zu klein wird. Das Gute ist, wir müssen jetzt die Sprosse gar nicht beachten, weil wir die in dem Fensterrahmen selber drin haben. Das ist natürlich jetzt
erleichtert beim Ausschneiden. Das gerade Stück hier, das mache ich mit dem Cuttermesser, wie ihr seht. Hier unten kann ich gleich alle anlegen. So. Und jetzt haben wir nach oben den Bogen. Vorsicht mit dem Cuttermesser. Das ist jetzt ein bisschen wie bei den Bauwelten von Mikrowelten, die ja auch zum Auseinanderknipsen sind. Schön den Verschluss wieder drauf. Und jetzt nach oben den Bogen mit der Schere ausschneiden. So. Erinnert mich ein bisschen jetzt an Kindergartenzeiten. Die Rundung gefällt mir noch nicht so ganz. Und mache ich gleich nochmal. Das nächste Fenster dran. Außen und die Innenwand. Legen es mal gerade drüber, um einfach noch mal kurz zu kontrollieren. Okay. Dann können wir das schon anmalen, unser Stück. Und zwar male ich das hier wieder mit dieser Farbe von Vallejo an, nehme dazu ein kleines Döschen und träufle mir da ein bisschen Farbe rein und pinsel dann einfach. Jetzt geht's ans Anmalen. Dafür hole ich mir ein paar Pinsel. So. Und schneide jetzt auch die Wand noch auf die richtige Länge zu. Und zwar schneide ich hier die Innenwand, das zeige ich euch jetzt gerade nochmal. Die ist jetzt etwas kürzer, also auf dieser Seite gucken wir von hinten in die Halle. Das muss jetzt Plan abschließen. Und auf dieser Seite kommt ja vorne das Einfahrtstor und da müssen wir ja noch die vordere Wand reinstecken und dafür musste ich hier ein bisschen mehr kürzen, damit wir noch die Steckverbindungen haben und die frei sind. Genau. Und jetzt können wir loslegen mit dem Anmalen. Ja, ist ja eine alte Halle. Jetzt bin ich gerade am Gucken. So, diese Seite müssen wir anmalen, damit ich jetzt nicht die falsche Seite anmale. Wäre jetzt auch nicht schlimm, dann malen wir halt beide Seiten an, aber muss ja nicht sein. Also, und zwar genau male ich hier mit dieser Ockerfarbe von Vallejo an. Da hatte ich mir ja gerade schon ein bisschen was rausgeholt. Oh, gucke erstmal, dass meine Pinsel auch sauber sind.
So. Wunderbar. Und jetzt geht's ans Malern. Ein Stück Pappe drunter, doch ein bisschen übermale hier. So. Und je nachdem, wie alt ihr eure Halle schätzt oder wie gut in Schuss sie sein soll, könnt ihr natürlich jetzt auch da noch mit anderen Farben reingehen und ein bisschen Verwitterung quasi damit andeuten. Oder ob es eine top renovierte, gestrichene Halle sein soll. Mal gucken. Yep. Die Farben von Vallejo haben wir ja auch im Online-Shop. Da könnt ihr gerne mal bei uns schauen. Malerarbeiten abgeschlossen. Wie ihr seht, hat sich das ein bisschen leicht verzogen durch die Feuchtigkeit. Das ist aber gar kein Problem, weil wir es beim Verkleben dann nämlich noch pressen werden. Und dann sieht man das nicht mehr. So, Pinsel wieder weg. Farbe auch. Finger sauber. Das legen wir gerade mal hier zur Seite. Und nehmen jetzt hier unsere Außenwand. Und müssen die Fenster ja noch auf die richtige Länge kürzen. So, wir machen in diesem Falle, es gibt ja immer eine schöne Seite und eine nicht so schöne Seite. Das ist jetzt hier die schöne Seite. Das ist nicht die so schöne Seite und wir wollen in diesem Falle, da wir von hinten in die Halle gucken, die schöne Seite nach innen haben. Eigentlich machen wir ja die schöne Seite nach außen, weil man von außen ja sonst nur in die Häuser reinschaut. Genau. Also kann ich das jetzt hier gerade nochmal markieren, wo ich abschneide. Zwei Fenster weniger. Wir können weg. Und dann brauchen wir natürlich noch unsere Fensterscheiben. Die sind hier drunter. Die müssen wir auch wieder kürzen. Also markieren wir uns das auch mal. Na. Ein bisschen kleiner. Ja, sieht man. Schneiden wir es auch noch ab. Immer wieder die Fenster geputzt werden quasi. Jetzt werden sie auch noch poliert. So. Ist jetzt natürlich einfacher als später nochmal da irgendwas zu machen. Jetzt haben wir unseren Leim wieder, unseren Binder und Express, mit dem wir das jetzt alles zusammen
kleben ein paar Tröpfchen für die Fensterscheiben. Wenn er denn da rauskommen möchte. Ja. Der möchte nicht da rauskommen. Dann nehmen wir mal einen anderen, würde ich sagen. Was ist denn da? Ist der verstopft? Dankeschön. Nehmen wir einfach einen anderen. So. Ja, da tut sich was. So, damit die Fensterscheiben auch gut fixiert sind. Ein bisschen antupfen. So. Jetzt kommen unsere Fenster rein. Wie gesagt, achten wir jetzt darauf, dass wir die schöne Seite nach innen legen. Auch wieder ein paar Tropfen. So, tupf, 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 tupf. Da noch. So. Anpassen. So. Gucken wir auch mal von der anderen Seite. Da müssen wir ein bisschen schieben. Da könnt ihr dann nämlich sehen, wenn ihr von der anderen Seite guckt, dass ihr auch die gleichen Abstände habt, dass die Fenster ja gut angepasst sind einfach. So, die sitzen schon ganz gut und jetzt kommt unsere gemalte Wand, die wir dann gleich noch fixieren. So, ist ein bisschen meditativ irgendwie gerade. Ganz schön. Und zack. Ups. Mal kurz nochmal anpassen, bevor ich es fixiere. Jetzt ist alles noch beweglich. Genau. Jetzt fixieren wir das mit was Schwerem. Was auch immer ihr da nehmen wollt. Und warten kurz, bis der angetrocknet ist. Dann habe ich hier schon mal meine Fensterrahmen. Die lege ich mir schon mal hierher. So. Da gibt es auch wieder eine Innen- und eine Außenseite. Da seht ihr vielleicht, die schöne Seite ist mit nochmal so einem Strich verziert. Und die andere Seite nicht. Und wir wollen es natürlich hübsch haben. Also nehmen wir die schöne Seite jetzt nach innen. Genauso lege ich mir die auch schon mal hin. Warte noch ein bisschen. So. Wunderbar. Und jetzt kommen die Rahmen.
natürlich filigran, da brauchen wir jetzt nicht viel Leim. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, da zu viel. Das mache ich jetzt anders. Und zwar nehme ich wieder mein Kästchen, mache mir da den Leim rein. So, weil ich jetzt sonst nämlich Bedenken habe, dass ich da zu viel rein drücke. Und bin auf der Suche nach einem Zahnstocher. Ich weiß, ich hatte hier einen. Ja, da habe ich ihn. Genau. So, jetzt bin ich nämlich auf der sicheren Seite. Leime mich auch ein bisschen an gerade, aber heißt es gleich Hände waschen. Ach. So, haben wir hier unsere Grundplatte, unsere selbst gemalte Wand, die jetzt hier reinkommt, unsere andere Wand, die auf diese Seite kommt. So, genau. Jetzt fügen wir das noch zusammen. Von innen haben wir noch solche Querbalken, die müssen jetzt auch noch verkleinert werden, weil wir ja von innen die Pappe uns selbst geschnitten haben. Das heißt, es wird sonst nicht mehr zusammensteckbar sein. Und das habe ich bei den Zweien schon gemacht, wie ihr hier an der Seite seht. Also erstmal habe ich sie angemalt und dann hier müssen halt eben die Dicke der Pappe von der Wand von jeder Seite noch mal entfernt werden und das mache ich jetzt hier auch noch mal, damit es passt und dann können wir alles zusammenfügen. Deckelchen wieder drauf und dann können wir hier schon mal die erste, ach genau, was jetzt auch wichtig ist, weil ich möchte noch Lampen anbringen und zwar, damit wir die Lampen auch hier durchfädeln können, habe ich hier schon mal kleine Löcherchen gebohrt, weil das bekommt ihr sonst später nicht mehr hin. Hier sind auch schon mal zwei und hier machen wir gerade auch noch mal welche rein. So. So. So, dann kleben wir jetzt unsere ersten Wände zusammen. Hier bei unserer Steckung. Und fixieren das Ganze gleich mit unseren Magneten, die sich bewährt haben, die ihr auch übrigens bei uns im Shop bekommt, und zwar nur bei uns im Shop. Zack, und jetzt können wir das Ganze nochmal ausrichten und hier zusammenschieben und die Magnete, die halten das für uns zusammen, dann müssen wir das nicht mehr machen. Praktische Sache. So, warten wir ganz kurz. Jetzt können wir unsere
Magneten wieder entfernen. Die Wände sind getrocknet und zusammengeleimt. Hui, kann man auch mitspielen. Genau, jetzt haben wir ja unsere Querträger, die wir jetzt auch noch anleimen werden. Reicht schon. Und jetzt kommt das Ganze. Jetzt muss man das da ein bisschen reinfugeln. Und jetzt mag es halten. Und ich mag, dass es hält. Jetzt kommt unser zweiter Querbalken. Und zwar, wie ihr seht, sind ja hier unten die Aussparungen. Also da kommen die jetzt rein. Hier noch. Leim. Ups. So. Schöne Wand schon nach außen. Genau. Dann nimmst du langsam Formen an. So, jetzt werde ich gleich die letzte Wand und den letzten Querbalken noch ohne euch zusammenkleben, weil das jetzt doch etwas länger alles gedauert hat von innen. Aber es sieht ja auch wirklich sehr hübsch aus. Also ich finde, wir haben jetzt einen sehr schönen Innenanstrich und Ausbau bekommen. Und ja, um das Dach werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Dann sage ich erstmal an dieser Stelle Tschüss. Ich bin die Doro von spurenteile.de und macht's gut. Bis bald. Ciao.